Damit nochmal willkommen zurück offiziell zum neuen Paras Dinner World mit dem Zwangtrost, mit Robert, mit Laura und Remi Nepo. Und da braucht man einen Diamanten von uns, was er uns hier schon zeigt. Okay, wir sollten einen Diamanten besorgen. Aber wo zur Henker bekommen wir einen Diamanten her? Vielleicht hat Laura eine Ahnung, wo wir einen Diamanten herkriegen. Was machen wir jetzt? Besorg Papa einen Diamanten. Ja, hast du auch eine Idee, wo man sowas herkriegt? Also, die liegen ja nicht auf der Straße rum, die Diamanten. Das ist. Die müssten schon. Da müsste man schon. Tja, also. Kommen wir hier irgendwie raus zum Hangar. Wo kriegen wir jetzt einen Diamanten auf die Schnelle her? Treppe hoch. Und Turmseite, da waren wir schon. Gibt es hier irgendwo einen Diamanten, den wir mitnehmen können? Sieht nicht so aus. Okay, komm nicht lang. Zu gefährlich da draußen. Und zum Runterspringen zu hoch. Ja, schauen wir mal, wo wir jetzt hier einen Diamanten herkriegen. Ich habe keine Ahnung, ich habe hier in diesem Spiel noch keinen Diamanten gesehen. Oben im Windbrunnen habe ich mal einen Kristall gesehen zu haben, aber einen Diamanten. Tja, da bin ich überfragt. Zum Hangar. Aber da kommen wir ja nicht mehr hoch. Sein, wir schaffen es irgendwie hochzuklettern. Die Wand hinauf. Nein, ich muss hier bleiben und verhindern, dass Laura irgendwas passiert. Oder irgendwem. Tja. Im Inventar haben wir Lauras Notiz und eine Conroy-Handpuppe, eine verschmierte. Tja. In Diamanten. Das ist das große Rätsel, wo wir hier einen Diamanten herkriegen. Tja, also. Labor, Trauch, ja, das Labor. Liegt hier vielleicht irgendwo ein Diamant rum? Können wir Aufzug reinklettern? Nein, ich habe Angst, dass ich mich selbst bewusstlos schlage. Es ist verblüffend, wie oft mir das schon passiert ist. Tja, also. Er schläft da unten. Ich lasse ihn besser in Ruhe. Warte, ich habe eine Idee, aber das Diamanten sind das keine. Vielleicht können wir aus den Basilen irgendwie ein Auge herausnehmen, oder sind das Diamanten? Ich glaube nicht, dass das Diamanten sind, die da drin verarbeitet sind. Vielleicht in einem, hier im Basil irgendwie mal hier, deren Augen irgendwie rausnehmen oder so. Aber da kommen wir auch nicht ran. Das lasse ich. Sonst kann er nicht mehr gehen. Sicher, dass wir da nicht hinauf können? Nein, ich muss. Oder irgendwie. Tja. Also. Den Weg hinauf. Ich befürchte, nein. Das
Einzige, was ich mir noch vorstellen könnte, wäre hier durch den Thronsaal. Einmal Treppe hoch. Durch den Müllschacht wieder runterrutschen. Na klar, dann fangen wir eben nochmal von vorne an. Ja. Nein, das will ich nicht. Es ist hässlich und ich habe als Kind schon Albträume davon bekommen. Beginnen wir das Abenteuer nochmal von vorn. Ich habe das Gefühl, wir müssen oben. Wir müssen nochmal hoch zum Windbrunnen. Dass wir da vielleicht aus der Kapelle irgendwie einen Diamanten mitnehmen. Das wäre so meine Idee jetzt, aber. Wie kommen wir da hoch? Tja. Ich bin mit hergelaufen. Können wir hier noch irgendwas mit der Handpuppe machen? Hier mit der Handpuppe irgendwie mit dem Basilien? Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Tja. Ich weiß ja nicht mal, was ich damit kaputt machen würde. Das fasse ich lieber nicht an. Vielleicht können wir irgendwie aus dem Labor so einen Gegenstand mitnehmen. Da werden die ja hergestellt, diese Ersatzteile für die Basilien, wenn wir sie dort einbauen. Nur so eine Idee. Eine mechanische Hände haben wir hier. Fließband, können wir da vielleicht was mitnehmen? Nein, ich fass da nicht rein. Ich habe keine Lust, dass meine Hand abgeschraubt wird. Mhm. Also keine Teile mitnehmen und in den Basilien einbauen. Hier die Treppe hoch. Der Igel, können wir dem die Notiz geben? Das mache ich nicht. Als ob. Konrad, Papa. Das war jetzt die Lösung. Konrad, Papa mit Igel kombinieren. Aber wie genau? Sollte ich ein schlechtes Gewissen haben? Nein. Na sicher, ein Diamant. Was sonst? Der gute Connery hat Diamanten in seinen Kronleuchtern drin. Was auch sonst? Was auch sonst? Passt zu ihm. Ja, hätte ich nichts anderes erwartet. Also, da haben wir den Diamanten, dann geben wir ihm mal einen Diamanten. Lauras Vater, ein Diamant. Hey, Doktor, ich hab den Diamanten. Wow, Flötennase. Danke. Laura, der ist nicht für dich. Aber wenn du willst, kann ich dir auch einen besorgen. Mit einem Ring dran vielleicht? Flötennase, wovon zur Hölle redest du? Im Thronsaal hängen noch einige. Die alle so groß sind. Wollmäuschen. Wollmäuschen? Ich hab dich überall gesucht. Ich bin so froh, dass du noch lebst. Meine kleine Wollmaus. Ich wusste, dass du es schaffst. Wann bist du nur so groß geworden?
Egal, für mich wirst du immer mein kleines, süßes Mädchen. Wer ist denn der junge Mann da? Den hätte ich gerettet, Papa, das ist der junge Mann. Er hat mir geholfen. Ach so. Was genau hast du denn mit meiner Tochter zu tun? Was? Ich hab dich gerade da rausgeholt. Also ein bisschen Dankbarkeit. Papa, lass doch Flötennase in Ruhe. Das wäre schon ein bisschen angemessen. Die sind am Anfang immer nett. Mir hat es schon immer vor dem Moment gegraut. Ich kann dich da auch wieder einsperren in das Ding. Warte. Flötennase? Du hast überlebt? Ich, weiß nicht, was ihr meint. Du musst mir jetzt gut zuhören. Seit Anbeginn der Zeit gibt es eine geheime Dynastie, die Asposien regiert. Die Mitglieder dieser Dynastie hatten Instrumente als Nasen. Sie brachten den Wind nach Asposien. Sie konnten den Wind kontrollieren, indem sie Musik auf ihren Nasen gemacht haben. Nicht kontrollieren. Sie haben ihn entstehen lassen. Aber die Windmönche? Die wurden vom Oberhaupt der Flötennasen ernannt. Sie sollten den Willen der Dynastie ausführen. Ein Mönch für jeden Brunnen. Die letzten drei vor dem Untergang der Dynastie waren Maleus, Pandur und Conroy. Conroy hatte sehr eigene Ideen, was seine Herrschaft anging. Oh Mann, ich kann mir denken, was passiert ist. Aber den einen haben wir doch auch kennengelernt, den dort in der Sumpf. Gestatten werde, dass ihr die Todesstrafe wieder einführt. Aber... Das war mein letztes Wort. Ach, kann das sein? So nicht weitermachen lassen. Kann das sein, dass er eine Gefahr. Ich weiß. Der Flötennase, der kleine Flötennase in der Hand, der bald schon kann er mit uns spielen. Sind wir der Prinz? Ach, er versucht immer noch ständig seine eigene Hand zu essen. Gib ihm doch noch ein bisschen Zeit. Zu diesem Zeitpunkt kam Conroy in meine Werkstatt. Ich weigerte mich, ihm zu helfen, aber er drohte dir etwas anzutun. Ich sollte ihm etwas bauen. Dem Königskind. Ach, Conroy, was führt euch hierher? Ich werde meine Meinung nicht ändern. Ich habe beschlossen, euch noch eine Chance zu geben. Ihr habt jetzt die Möglichkeit, meine uneingeschränkte Macht anzuerkennen. Warum sollte ich das tun? Ich habe die Windgötter auf meiner Seite. Es gibt keine Windgötter. Es gibt nur uns. Ach ja? Die Basilienroboter. Bring ihn in Sicherheit! Ich habe versucht, etwas zu unternehmen. Oh wei. Das war meine Mutter, oder? Sie hat es leider nicht geschafft. Deine Mutter, die Königin. Conroy hat dich dann mitgenommen. Warum hat er mich nicht auch einfach versteinert? Ohne dich würde es gar keinen Wind mehr geben. Immer wenn ich für ihn spielen musste? Hat sein Brunnen Wind gespendet. Nicht viel. Dazu braucht es das gesamte Orchester. Aber du hast dafür gesorgt, dass wir nicht auf der Stelle erstickten. Flötennase. Es tut mir leid, Junge. Aber du trägst jetzt die Verantwortung. Conroy lässt mich seit 13 Jahren eine Armee aus Basilen zusammenbauen. Wenn wir ihn nicht aufhalten... Was hat er vor? Der Wind wird immer knapper. Er will sämtliche Asposa versteinern, die ihm die Luft wegatmen könnten. Klingt genau. Facepalm. Habt ihr die Murmeln gefunden, die ich versteckt habe? Ja, das klingt nach Conroy. Aber was sollen wir mit Murmeln? Die Luft wegatmen. Wir müssen die Welt retten. Nein, es sind Entsteinerungsmurmeln. Wir müssen sie einem Basilen einsetzen. Nur, wenn wir das Orchester wiedererwecken, können wir Conroy aufhalten. Und dann, zu meinem 5. Geburtstag. Er hat mir erlaubt, dass ich mir selbst einen Kuchen backe. Ich dachte damals, das wäre das Großartigste, was je ein Vater für sein Kind getan hat. Und dann hat ihn dieser blöde Igel gegessen. Ja, hör mal, ich verstehe total, dass du sauer bist. Sauer? Ich bin nicht einfach nur sauer. Was ist man, wenn man sein Leben lang belogen und betrogen wurde? Er hat mich um meine Familie gebracht. Er hat mich wie Dreck behandelt. Ich bin... Stinksauer? Ich bin stinksauer! So, ich habe die Murmeln eingesetzt. Das Ding sollte jetzt alles entsteinern, was härter als Apfelmus ist. Okario, bist du bereit? Wer ist Okario? Flötennase! Okario? Zeig ein bisschen mehr Respekt.
Er ist der legitime Herrscher über Asposien. Ach du Schreck. Okario Boe der Dritte. Flötennase. Okario Boe der Dritte. Dein das König. Viel besser als Robert. Ich finde immer noch, dass Robert schöner klingt. Ach, Junge, warum musstest du denn rumschnüffeln? Jetzt muss ich euch alle dein letzter Windmönch. Laura, komm, schnell! Ach, nö. Der Vater schon wieder. Was sein Schicksal. Und sie. Jetzt liegt es wieder an. Liegt an Flötennase selbst. Genug! Lass die Basilien los! Schon wieder er, der die Welt retten muss. La. Alles versteinert. Entsteinern wir es. Der kleine Junge, die Frau mit dem Baby und dem letzten. Oh nein. Wow, interessant, dass ich das ohne einen Kratzer überlebt habe. Oh nein, jetzt habe ich einen Entsteinerungsbasilen, aber er ist kaputt. Ich hätte damit keine Bruchlandung hinnehmen sollen. Schöne Scheiße. So können wir die Welt nicht retten. Okay. Was können wir machen? Wir können das Schild aufheben. Wir haben ein Schild, in dem wir uns spiegeln. Motorhaube. Da ist das Hirn des Basilen drin. Fest verschlossen. Ich will gar nicht wissen, wie die Landung verlaufen wäre, wenn ich den nicht gehabt hätte. Sehr brüchig. Er ist sicher an dem Basilen befestigt. Keine schlechte Art zu reisen. Ich glaube, ich nenne ihn Fido oder Fandu. Oder ich sollte mich vielleicht aufs Weltretten konzentrieren. Tja. So kriege ich ihn da nie raus. Wie sollen wir den jetzt reparieren können? Das war eine Schande. Ist das Blumenbeet versteinert? Nein, die leben nicht mehr. Versteinerte Blumen? Ein Beet von verwelkten Nektarinen. Die Welt wird immer dunkler. Ach, nur verwelkt, nicht versteinert. Zum Empfang zur Windkapelle. Entschlafenes Phosphos. Hack. Komm du mit. Wir retten jetzt die Welt. Okay, wir haben ein Schild, entschlafenes Phosphos, Hack und einen alten Fisch. Warum sollte ich das tun? Damit er was zum Futtern hat für unterwegs. Symbole, Haken. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Erst muss ich das Orchester wieder erwecken. Dann können wir gemeinsam spielen. Aha. Erst muss ich das Orchester... Ja, das Orchester wecken. Bevor wir das mal hinkriegen. Wir haben die Basilien ja sogar geschrottet. Große Schande. Noch ein schlafendes Phosphos. Und hallo Steve. Hallo Steve. Pete. Hallo. Wie geht's so, euer Gnaden? Was kann ich für Sie tun? Euer Gnaden, auf einmal kennt er uns. Aha, wo liegt das denn dran? Wir müssen die Dynastie retten. Ich weiß nicht, wovon du redest. Mit der Dynastie ist alles in bester Ordnung. Erst gestern hat Okario Boe 2 zu mir gesagt, was für einen tollen Job ich hier mache. Mensch, Steve, jetzt wach endlich auf. Du warst doch mit uns in der Windkapelle, hast du nicht gesehen? Pete, halt dich da raus! Oh Mann. Oh Mann. Wir müssen... Nein, ich muss gar nichts. Ich bin dein König, ich befehle es dir. Danke für deine, eure Hilfe. Jederzeit.
Au! Kaugummis. Die sind ja steinhart. Was ist mit den Weichkeksen passiert? Die gibt es nicht mehr. Seitdem irgendjemand versucht hat, mit meinem Rührgerät Glassplitter, Rost und Steinstaub zu mixen. Wer macht denn sowas? Tja, noch irgendwas zu mitnehmen? Steve, die Skizze. Nochmal zur Foto heraus. Dass der Konroy uns hier nicht findet, ist auch verdächtig. Oh, ein Dutz schlafendes Phosphors. Sehr schön. Statue. Ich werde sie nicht nochmal kaputt machen. Schrofline. Wie war dein Tag? Ein wenig einsam, aber ganz nett. Ich habe mich vorhin mit einer Stechmücke angelegt. Und? Sie zersetzt sich gerade in meinem Magen und macht Mundgeruch, das kleine Miststück. Man riecht das doch nicht etwa? Nein, nein. Nein. Ach, also doch, gar nicht. Ich wusste es. Ist es sehr schlimm? Man riecht es kaum. Mundgeruch ist doch nicht so schlimm. Putz dir doch die Zähne. Nein, die Bürste müsste schon aus Edelstahl sein. Wollte ich gerade sagen. Die wird ja ziemlich schnell schmelzen. Ich habe gehört, das Kauen auf Wurzeln soll helfen. Ach, davon bekomme ich Sodbrennen. Aber danke, Süße, dass du dir um mich Sorgen machst. Ach, Schrofeline. Hast du die riesigen Basilien gesehen? Klar, der eine hat mich blöd angeguckt. Warum wurde... Ich habe erstmal meine Meinung gesagt. Und du bist nicht versteinert worden? Das ist eine gute Frage. Warum Nein. wurden die Schrofs lass mich doch nicht, nicht versteinert? Von diesem hässlichen, haarigen Vieh versteinern. Wow, du bist wirklich tapfer. Aber von dir würde ich mich warum werden Schrofs nicht versteinert? Ja, später vielleicht. Das ist... seltsam. War nett, mit dir zu plaudern. Ja, gut. Kann ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Können wir mit dem, was wir jetzt hier bekommen haben, schon irgendwas anstellen? Da gibt es noch irgendwas mitzunehmen? Wir haben 3 schlafende Phosphos im Inventar, Kaugummis, alter Fisch, Hack und ein Schild. Willst du Kaugummi? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das war doch jetzt geraten, oder? Natürlich. Nein, jetzt... Nein. Das mache ich nicht. Tja. Können wir hier vielleicht mit den Basilien irgendwie was? Schild mit den Basilien. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Ja, ja. Phosphos. Das wird nicht klappen. Hack. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Trial and Error. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Kaugummi. Nein, jetzt ist nicht die Zeit, um rumzualbern. Schild einfach mal in den Schirm stecken. Das wird nicht klappen. Phosphos in den Schirm. Verzweiflungstaten. Ein kleines Phosphos liegt allein im Schirm. Okay. Wir haben Phosphosse. Wir können die Phosphos in den Schirm stecken. 3 Phosphos im Schirm. Und dann? 3 kleine Phosphos im Schirm. 3 kleine Phosphos liegen im Schirm. Und nun? Der ist sicher an den Basilien befestigt. Fest verschlossen. Ja. Können wir noch Hack in den Regenschirm stecken? Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Können wir noch Kaugummis dazu stecken? Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Das Schild. Das macht...
Okay. Vielleicht mal ein bisschen was spielen. Ach so, mit den Tasten. Ui. Tatsache. Entsteinerungsaugen. Kaugummis. Hätte er sein können. Ich weiß nicht, was ich damit tun soll. Tja. Naja, könnten wir reflektieren. Obwohl, nein. Soll man das Schild hier wieder aufhängen oder irgendwie das Schild woanders mit aufhängen können, was nicht können. Einfach mal als Blumenbeet legen. Nö, ist klar. Vielleicht ein wenig drehen. Das wäre ein Auslöser. Hm, geht nicht. Du musst erst die Augen reintun. In die Höhlen. Und dann feuern. Ui. Da ist was kapiert, aber da ist was passiert. Aber. Nee, da ist nichts passiert. Aha. Das Schild noch ein bisschen drehen. Oder wie ist jetzt hier? Vielleicht ein wenig drehen. Auslöser. Oha. Meine Güte, das hätte auch schief gehen können. Es ist schief gegangen. Oh, das Gehirn. Man kann nie genug Hirn haben. Nein, jetzt. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Das war doch jetzt geraten, oder? Natürlich war das geraten. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Sekunde. Ich habe da so eine Idee. Ich meine, mit den Kaugummis können wir sowieso nichts anfangen. Da können wir doch hier. Machst eine Kaugummi? Ich glaube, das haben wir schon mal probiert, oder? War das beim anderen Show? Ich glaube, beim anderen Show haben wir das gemacht. Kaugummi? Klar, gib her. Oder war das ein anderes Spiel? Wo wir mit irgendwem jetzt platzen mit einer Nadel oder so. Mit Hack. Das wird nicht klappen. War nett, mit dir zu plaudern. Okay. Fand ich auch. Kannst mich gerne wieder besuchen. Okay. Aber allein. Okay. Die hat jetzt mit der Blase können wir noch irgendwas machen. Nein, dann werden nur meine Hände klebrig. Okay, die hat jetzt ein Kaugummi, was auch immer uns das jetzt bringt. Toll! Aha. Jetzt kann ich Sachen dran kleben. Okay, wir haben verklebtes Basilienhirn. Verklebte Kugel. Und nun? Müssen wir das jetzt. Vielleicht, wenn wir. Das könnte Spaß machen. Bringt aber nichts. Wäre so eine Idee, wenn wir das gegen den Spiegel hauen, dann Spiegelscherben dran haben. Machen wir eine Disco-Kugel raus. Nein, jetzt. Wir müssen den Spiegel mit den
mit den hier, mit dem Kollegen hier, wenn wir das Schild drehen, hier so kaputt machen. Drehen. Vielleicht ein wenig drehen. Ne, in die andere Richtung. Vielleicht ein wenig drehen. War vielleicht schon gar nicht verkehrt. Vielleicht ein wenig drehen. So, Auslöser. Mist, mit dem Strahl kann ich die Versteinerten nicht erreichen. Ich kann ihnen nicht helfen. Am Anfang, was passiert? Nee. Absolut nix.